Oh, ich habe gesagt, heute kommt ein Video, heute kommt auch ein Video. Auch wenn ich frotzig bin, auch wenn ich krank bin, auch wenn mich Hamburg am letzten Tag komplett auseinandergenommen hat. Aber trotzdem, oh, kommt heute noch ein Video. Deswegen legen wir los. Zuallererst, ich habe hier ein Bild auf meinem Handy von einem Opi. Ich kannte den noch nicht mal, aber mein Handy ist voll, voll von dem. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, wer das sein könnte. Weil ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung, wer das ist. Für alle Leute, die ja schon Angst und richtig Sorge um mich hatten, weil sie gesagt haben: Oh mein Gott, wo ist ein Video von Kick On? Das sind wir ja gar nicht gewohnt, dass der nicht eben liefert und alles. Ja, es tut mir leid, aber ich habe einfach Karten vom besten Typen Sascha, nochmal Kuss an dich, wirklich bekommen. Gegen St. Pauli, hab mir gedacht, komm. Donnerstag bis Sonntag, eigentlich ja bis Montag früh, aber Sonntag um 0 Uhr kam dann mein Zug. Und da habe ich mir einfach mal ein richtig schönes Wochenende in Hamburg gemacht. Hatte auch Top-Wetter. Sonntag hat es reingekackt, wirklich am letzten Tag. Das war komplett Katastrophe sonst. Aber die anderen Tage davor, ey, war richtig, richtig geil. Ich habe so viele geile Menschen kennengelernt. So viele Leute wollten mich auch treffen. Aber ich war, also die Hälfte der Zeit war ich eh nicht kaum ansprechbar. Und die andere Hälfte der Zeit, ja, war ich irgendwie nur auf den Beinen, nur unterwegs. Ich glaube, ich habe so viele Kilometer zurückgelegt. Boah, da kann noch ein Jatta von mir lernen, das sage ich euch. Aber, ey, ich habe so geile Leute kennengelernt. Hamburg ist wirklich so eine schöne, geile Stadt. War jeden Abend auf dem Kiez. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal rein zum Spiel, denn das interessiert euch ja auch. Wie war mein Eindruck? Wie war meine Meinung dazu? Und eigentlich gibt es heute eine Premiere, denn ich mecke eigentlich nie über den Schiedsrichter. Ich sag immer, wir sind selber schuld und so. Aber jetzt wirklich, ich hab so die Nase voll. Matthias Jöllenbeck, du und dein ganzes Schiedsrichtergespann, wenn ihr noch eine Partie pfeifen dürft, dann komme ich vom Glauben ab. Also das war ja so ein verkauftes Spiel, dass wir trotzdem gewonnen haben. Also das muss man auch erstmal schaffen. Also der hat so Kacke gepfiffen. Wirklich, es gibt nicht nur, dass er das eine Tor zurückgenommen hat. Es gab so viele Entscheidungen, wo man gedacht hat, Digga, was mal. Und dann dieser VAR. Was machen die denn da unten? Wirklich, spielen sie mit sich selbst rum oder waren die auf dem Klo, dass man da nicht mal sagt, guck's dir mal selber an am Monitor? Also, ich bin fast vom Glauben abgefallen. Ich hab so Aggression bekommen, so eine Wut und ich kannte das selber nicht von mir, weil eigentlich sage ich immer, ey, Schiedsrichterjob ist sehr, sehr schwierig und dann ist aber Matthias Jöllenbeck, Bruder, also das war sowas von eine Nullleistung. Ich frag mich wirklich, hat der was genommen? Ich meine, Cannabis ist ja jetzt erlaubt, auch in Hamburg und so, ist ja überall erlaubt. Vielleicht hat er sich einen Joint reingezogen oder so, vielleicht hat er irgendwelche Beine gesehen, die da Glatze berührt haben soll. Ich weiß nicht, keine Ahnung, keine Ahnung. Es war so ein verkauftes Spiel eigentlich und trotzdem haben wir die Pauli Typen einfach auseinandergenommen. Ich kann es nicht anders sagen. Klar, es war vielleicht nicht das beste Spiel von unserem HSV, aber es hat gereicht, weil von Pauli kam einfach nichts. Wir, der HSV, wir haben eigentlich, wenn man es so nimmt, 2-0 gewonnen, regulär. Und ja, der Elfmeter hätte auch noch reingehen können. Also wirklich, das war eine Machtdemonstration in meinen Augen gegen Pauli. Jetzt kommen wahrscheinlich viele. Die sagen ja, Kick On, aber trotzdem steigt ihr wahrscheinlich nicht auf. Und ach, oh mein Gott, was interessiert's denn da, ob man da gegen Pauli gewinnt? Leute, ich sag's immer wieder: In diesem Spiel geht es nicht nur um diese 3 Punkte, da geht es nicht um diese Tabellensituation, sondern es geht darum, einfach zu zeigen, wer die Eier in der Stadt hat, wer die Nummer 1 ist. Und das haben wir wirklich gezeigt. Wir haben unsere Festung verteidigt und das bravourös. Ich weiß, ihr denkt es wahrscheinlich auch, wo ist dieser Kick-On, der irgendwie immer wieder was schlecht redet? Ich hatte ein paar Kandidaten, aber ich lasse die diesmal ein bisschen außen vor, denn ich habe auch ein paar Leute sogar noch abends getroffen. Miro Muheim einfach. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit gefiel er mir überhaupt nicht. Dompe war auch in der ersten Halbzeit nicht stark, wie ich finde, aber am Ende muss ich einfach sagen, der HSV hat gekämpft, der HSV wollte es und der HSV, das wird einfach honoriert, auch von mir. Da habe ich Leidenschaft gespielt. Da habe ich mal Emotionen gespielt.
Ich weiß, ich habe im letzten Video auch gesagt gegen Braunschweig, da habe ich nichts gefühlt bei diesen 4-0 irgendwie, gefühlt fast gar nichts. Das habe ich einfach so, ja, cool, okay, warum nicht gleich so? Aber das Spiel, mein erstes Stadionerlebnis, wirklich, es war unglaublich, es war so unglaublich geil. Ich bin einfach fertig. Dann, ich habe auch noch richtig geile Leute kennengelernt, wirklich, Werner, Diana, ich mache jetzt nochmal keine Bilder rein und so, ne, wegen Nutzungsrechten, Datenschutz und so, aber wenn ihr das seht, ihr seid wirklich zwei super, super Leute gewesen. Jeden Abend zusammen eigentlich gefeiert, so viel erlebt. Es war einfach wirklich geil. Also ich kann jedem nur nahelegen, sogar mein Bayern-Kumpel hat gesagt, Bruder, der HSV ist meine zweite Liebe. Und das haben wir dann auch geschafft. Also das ist einfach geil. Fanmarsch war geil. Und jetzt genießt ein paar Eindrücke, die ich für euch gesammelt habe. Und ja, ich sag vielen, vielen lieben Dank, weil nur durch meine Reichweite, nur durch meine Größe durfte ich das einfach erleben. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an alle Leute, die ich da getroffen habe. Sorry nochmal an alle Leute, die ich nicht getroffen habe. Ich war die Hälfte der Zeit einfach kaum ansprechbar. Aber ich. Wirklich, das wird nicht der erste und letzte Besuch sein und wir werden uns wahrscheinlich auch alle mal richtig sehen. War einfach geil. Von den Oldenfelder Rauten auch richtig geile Jungs, bin da auch da Mitglied. Ey, ich bin einfach nur glücklich für diese Erfahrung gewesen und auch an Fadi, danke für den Touri-Führer. Ich kann mich erinnern, wer dieser alte Opi auf dem Bild jetzt war. Also, ich wünsche euch was und jetzt genießt es. In den Zeichen dieser Stadt, an die Höfe ihren Haufen, und die ganze Welt war, an die neue Tür, und die Zeichen ihren Raum, und warum denn die Tür, über das Haus, alle Höhe, alle Höhe, alle Höhe, warum lässt du nicht nehmen, schießen? Okay.